Sophie Mereau, an einen Baum am Spalier. Armer Baum, an deiner kalten Mauer festgebunden, stehst du traurig da, fühlest kaum den Zephyr, der mit süßem Schauer in den Blättern freier Bäume weilt und bei deinen leicht vorübereilt. Oh, dein Anblick geht mir nah. Und die bilderreiche Fantasie stellt mit ihrer flüchtigen Magie eine menschliche Gestalt schnell vor mich hin, die auf ewig von dem freien Sinn der Natur entfernt, ein fremder Drang auch, wie dich, in steife Formen zwang. Freundinnen der Poesie, willkommen. Wir sprechen heute über An einen Baum am Spalier der romantischen Dichterin Sophie Mereau. In diesem Gedicht zeigt uns Mereau zuerst mal einen Baum, der am Spalier festgebunden ist. Und da müssen wir zuerst wissen, was ist überhaupt ein Spalier? Ein Spalier ist ein Gerüst, an dem Bäume in eine bestimmte Form gebracht werden. Häufig stehen Spaliere an Hausmauern, aber es gibt auch Spaliere, die freistehen. Dieser hier steht an einer kalten Mauer festgebunden. Also wir haben ein Gerüst, an diesem Gerüst ist dieser Baum mit seinen Ästen in Form gebracht. Der wächst dann in einer bestimmten Form. Meistens sind diese Spalierbäume eher so nur in zwei Richtungen angebunden, sodass sie sich an der Mauer schön entlang bewegen, wenn sie wachsen. Aber er kann eben nicht in alle Richtungen wachsen, wie er möchte. Und deswegen sagt Mereau, armer Baum, du bist in einem Korsett festgebunden, du bist in eine Form gepresst, du bist nicht frei. Und du fühlest kaum den Zephyr, der mit süßem Schauer in den Blättern freier Bäume weilt. Auch der Zephyr ist ein Begriff, den man erklären muss. Der Zephyr ist ein milder Wind. Meistens ein Wind, der mit dem Frühling assoziiert wird, also ein Frühlingswind. Der Zephyr kommt in sehr vielen Gedichten vor. Er steht meistens für die Jugend, für die Liebe, für sehr schöne, für sehr positive Dinge. Ein Wind, der Frische bringt, aber eben ein angenehmer Wind. Nicht ein unangenehmer, kalter Nordwind, sondern ein schöner, lieblicher, süßer Wind. Und dieser schöne Zephyr mit seinem süßen Schauer, wie es hier heißt, der weilt in den Blättern freier Bäume und bei deinen, also bei diesem Baum am Spalier, eilt er nur leicht vorüber und man merkt ihn kaum. Das heißt, dieser festgebundene Baum kann diesen schönen Frühlingsschauer gar nicht spüren. Er ist davon entfernt, er steht an der kalten Mauer. Und jetzt dieser Seufzer, oh, dein Anblick geht mir nah. Das heißt, hier identifiziert sie sich, denn jetzt hat sie gleich ein Bild, die bilderreiche Fantasie stellt eine menschliche Gestalt schnell vor mich hin, als ich sehe vor meinem geistigen Auge nicht mehr einen Baum, sondern einen Menschen, der genau wie dieser Baum in diese steife Form gezwungen ist, ewig von dem freien Sinn der Natur entfernt. Was heißt das? Auch diese menschliche Gestalt, die dieses lyrische Ich hier vor dem geistigen Auge sieht, auch diese menschliche Gestalt kann sich nicht mehr frei und natürlich entfalten, sondern ist in steife Formen gezwängt. Und hier ist auch der Schlüssel zum Verständnis dieses Gedichts. Denn freilich geht es nicht in erster Linie um diesen Baum, sondern eigentlich geht es um das Prinzip, das hinter diesem Baum symbolisiert wird. Der Baum kann sich nicht entfalten, der Baum kann sich nicht nach allen Richtungen bewegen, er kann nicht wachsen, wie er möchte. Er ist entfernt von der Natur, also der Zephyr berührt ihn nicht, er steht an der Mauer. Auch die Mauer ist ja immer in mehreren Gedichten ein Symbol für die Entfernung vom Natürlichen, denn die Mauer ist menschengemacht. Die Mauer ist ein Gebild von Menschenhand und der Baum ist an diese Mauer gebunden. Die Mauer grenzt ihn ab, er kann nicht frei sein, er kann sich nicht entfalten und auch der Mensch wird in steife Formen gezwungen. Jetzt
haben wir es hier mit einer Lyrikerin zu tun. Man könnte hier also auch interpretieren, dass sie vielleicht gar nicht den Menschen im Allgemeinen meint, vielleicht meint sie auch Frauen, die sich nicht frei entfalten können, die auch in Formen gezwungen werden, die gezwungen werden, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu geben, auf eine bestimmte Art und Weise zu leben. Das würde ganz gut auch zu Am Turme passen von Annette von Droste-Hülshoff. Das Gedicht habe ich in einem anderen Video schon besprochen. Aber man kann es auch fern von dieser jetzt vielleicht ein bisschen feministischen Interpretation allgemeiner fassen und sagen, Meyraux schreibt hier über die Zwänge, die jeden Menschen in eine Form pressen und jeden Menschen entfernen von dem, was er eigentlich sein möchte. Und diese Freiheit, diese schönen Zephire, die man dann nicht mehr spüren kann, das ist dann nur noch eine Sehnsucht und ein Seufzer weit entfernt. Aber das ist nur eine erste Ebene in diesem Gedicht. Weil man muss ja auch die zweite Ebene sehen. Man muss auch sehen, warum ist der Baum an dieses Spalier gebunden? Wozu braucht er dieses Spalier? Wozu braucht er diese kalte Mauer? Wäre es denn nicht viel schöner, der Baum könnte einfach wachsen, wie er möchte, frei und von den Winden umstrichen, wie es ihm beliebt? Und da müssen wir sagen, ja, das wäre eine Möglichkeit, aber diese Möglichkeit ist vielleicht nicht die beste Möglichkeit für diesen Baum, denn es gibt ja nicht nur den Zephyr, es gibt ja auch Winterwinde, es gibt auch brutale Stürme, die den Baum zerfleddern würden, die seine Früchte runterreißen würden. Und an der Mauer, auch wenn es eine kalte Mauer ist, aber die Mauer bietet Schutz. Und das Spalier, dieses Gerüst, an dem der Baum festgebunden ist, das gibt ihm Halt und es gibt ihm eine Richtung. Und wenn wir diese Interpretation noch mitbedenken, dann ist noch ein bisschen mehr drin. Ja, der Mensch ist nicht frei. Der Mensch kann sich nicht entfalten, er ist vom freien Sinn der Natur entfernt, aber auch ein bisschen zum Glück. Zum Glück ist er vom freien Sinn der Natur entfernt. Die Autorin, die hat hier dieses zum Glück nicht inkludiert. In diesem Gedicht ist es ganz klar, ach wie schade, der arme Baum, der kann sich nicht entfalten, aber wir als Interpreten, wir müssen auch ein bisschen weiterdenken und wir müssen uns fragen, hat das Spalier nicht vielleicht auch einen guten Zweck? Das Spalier, das den Baum in eine gute Richtung entwickelt, sodass er Früchte bringen kann, die schön wachsen, die groß sind und die wir dann auch genießen können. Wenn wir das auf den Menschen umlegen, der auch in steife Formen gezwungen ist, auch der Mensch wird ja durch Erziehung, durch Bildung und so weiter in eine bestimmte Richtung gedrängt. Das kann man als Zwang, das kann man als Gewalt sehen, so wie es hier gesehen wird. Aber man kann auch sagen, ja, aber er ist dafür in einer sicheren Struktur aufgehoben. Und das ist gar nicht so schlecht. Deswegen, wenn wir das Gedicht interpretieren, muss man immer beide Seiten berücksichtigen. Ja, der arme Baum, oh, dein Anblick geht mir nah. Es tut mir leid für dich. Du kannst dich nicht frei entfalten. Der Zephyr kann nicht in deinen Blättern spielen. Nur die freien Bäume haben das, aber die freien Bäume, die haben dann auch den Sturm, der sie knicken kann, die haben dann auch die Fairnisse der Wildnis, hundertprozentig ganz allein auszustehen, während der Baum am Spalier zumindest eine Struktur hat, einen Halt, einen Schutz und einen Menschen, der auf ihn schaut. Also das sind diese zwei Seiten. Und diese Fremden, die hier als fremder Drang interpretiert werden, diese fremden und steifen Formen, die sind vielleicht ja, einerseits bedauerlich, aber andererseits auch notwendig, damit wir als Gesellschaft funktionieren und damit der Einzelne auch irgendwo aufgehoben ist. Und diese beiden Pole, die absolute Freiheit der Natur mit allem Positiven und Negativen, dass das bedeuten kann, und auf der anderen Seite dieses Eingesperrtsein in einer Form, dieses dazu passen müssen in eine gesellschaftliche Konvention beispielsweise, diese zwei Pole in einen Ausgleich zu bringen, das ist die Herausforderung nicht nur in der Zeit von Sophie Meyraux, sondern bis heute.